Ja, mein Lieben, Bros, Museen sind willkommen zu einer weiteren Live-Reaction. Diesmal ist es von Fire Emblem Heroes. Ja, ihr habt richtig gehört, von Fire Emblem Heroes. Ja, die haben einfach mal einen Fake-Channel rausgebracht, weißt du. Ey, Nintendo geht auch voll ab mit ihren Videos. Besonders diese Woche habt ihr gesehen, erstmal The Hero erstmal veröffentlichen, weißt du. Dann Masahiro Hero Sakurai an sich, ne. Ich muss da ja nicht nur Gameplay, sondern halt noch die Live-Reaction dazu, ne. Hat einfach mal Sakurai mitten in der Woche das rausgebracht und so. Alter Schwede, dann kam noch Fire Emblem Three Houses so raus. Und ey, die Woche ging echt voll verrückt, ey. Deswegen kann es sein, dass hier und da mal die Videos ein bisschen später kommen, weil ich ja eigentlich aktuell voll in der Klausurphase bin, weißt du. Aber naja, ich mache halt nur aktuell die Videos, wenn ich ja gerade die Zeit dazu finde, weißt du. Ja, okay, abgesehen davon, Fate Channel, let's go, ne? Mal gucken, was die zeigen. Eigentlich brauche ich diese Live-Reaction, die ihr jetzt hier gerade seht, gar nicht eigentlich zu machen, ne? Der Grund, warum ich es trotzdem mache, ist halt jedes Jahr, besonders im August halt, ist meistens bei Fate Channels so, dass halt, ja, Choose Your Legends so gesehen diskutiert wird und nochmal besprochen wird, im Sinne von, wer die Gewinner sind und so, weißt du. Man hat ja dafür gewotet für die einzelnen Charaktere, weißt du. Ich persönlich hoffe, dass natürlich Orm oder, ja, Eliwood, ne, es geschafft haben. Das wäre voll geil, weil für die habe ich ja auch gewotet, ne. Das wäre echt cool. Ansonsten, also Arm halt, weil letztes Jahr Celica, weißt du, und diesmal Arm wäre voll krass. Und außerdem hat er kaum Kostüme, weißt du, also kaum Alternativkostüme. Genau dasselbe gilt halt für, ja, Eliwood. Ich hätte aber nichts dagegen, wenn Marth oder Robin halt, also mit Robin wäre ich sogar voll gehypt, weißt du, aber ja. Ne? Und da denke ich mir, da kann ich ja gleich eine Live-Reaction machen, ne, dazu. Und ja, hier sind wir nun. Was geht? Also ich gehe mal davon aus, dass sie jetzt Choose Your Legends präsentieren, das war meistens in August so. Ja, ansonsten, ja, ich glaube, mehr habe ich auch nicht zu sagen, ne? Lass mal einfach hoffen, dass die auch das zeigen, Choose Your Legend 3, weil ansonsten kann ich ja gleich das Video beenden. Und dann bringt es ja nichts mehr, ne? Ja, ansonsten, meine lieben Bros und Musins, ja, ich bin übrigens noch passend gekleidet, ne? Wegen Fire Emblem und so. Ja, und wenn schon, denn schon, ne? Gut, ich würde sagen, wir fangen dann direkt an, reden wir nicht so lange. Und ja, beginnen wir in 3, 2, 1 und let's go! Okay, einfach mal angeschaltet. Okay, auch guck mal, auf dem Board halt, seht ihr, da rechts, Mikaya und Orm. Ja, die zeigen da bestimmt dann Choose Your Legends. Wenn da immer Charaktere sind, dann ist 100% bestimmt Choose Your Legends, werden die hier zeigen. Und da ist noch ein Buch, was soll das denn sein, okay? Lass mal sehen, ne? Ja, Fate redet einfach mal hier. Das ist ja okay. Lass mal gucken, ne? Übrigens, ich habe übrigens jetzt hier, kann ich direkt sehen, was mit der Kamera passiert. Deswegen macht euch keine Sorgen deswegen. Ich habe direkt alles unter Kontrolle jetzt hier. Aha, toll. Das mach mal hin, Alter. Fate Channel, Alter. Ja, großartig. Mach mal hin. Ich bin hier nur wegen Choose Your Legends 3 eigentlich gekommen. Mehr nicht. Und wie es scheint, wirst du auch hoffentlich hier diskutieren. Sind die zwei Charaktere, Mikaya und Orm? So. Aber erstmal zeigt ihr natürlich alles andere, ist klar. Das Beste zum Schluss aufbewahren, oder wie? Okay, Fate Summer Celebration, alles klar. Voll krass. Okay, lass mal gucken, ne? Alter, 2,5 Jahre, Alter, 2,5 Jahre schon. Crazy, man. Aha. There's a lot of events planned to celebrate how far we've come. Aha. Let's dive into some now. Alter. First up, daily reward maps. That's crazy, Alter. Jetzt noch die ganzen Reward Maps, okay. Das ist cool, da kriegst du kostenlose Orbs, das ist cool. Alles klar, nice, dankeschön. Ja. Okay, voll cool, alles klar, nice. Alter, Fire Emblem Heroes hat letztens so viele krasse Updates bekommen. Holy shit. Mal gucken, ob die das hier ansprechen, aber ja. Da ist echt viel passiert in den letzten Monaten mit Fire Emblem Heroes. Okay, schön. Fängt am 2. August an. Ziemlich cool, alles klar. Grand Hero Revival Event, okay. Alles klar. Cool. Nice. Okay. Okay, cool. Kann man die sich jetzt wiederholen, so gesehen? Okay, das ist krass. Alles klar. Okay. Das ist cool, dass man uns die Option gibt. Alter, Kamera.
Ich habe hier alles unter Kontrolle. Ich versuch's. Mensch, ey. Jo. Use this opportunity to test yourself against these grand heroes again. Okay. It's not just the battles that are back. Every 2 days, you'll be able to take on a quest that rewards you with a 4-star grand hero. Voll cool, 4-star, alles klar, voll krass. Yeah. Okay, nice. Das ist nicht wirklich hart, weil die kennen wir alle schon, die ganzen, ja, was ihr gerade gesehen habt, ne? Okay, Daily Summoning Events, ich würde ja gehypt sein dafür, aber ganz ehrlich, die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendjemanden bekommst, ist einfach so gering, das ist einfach nur reine Glückssache. Ja, das ist toll, ja, großartig. Schön. Ich meine, wenn du reich bist, dann kannst du natürlich ruhig überall Summoning Session machen, ne? Was alles mögliche kaufen dann später, aber ja, für die Leute, die halt nicht reich sind, allerdings, ist ja reine Glückssache. Okay, aber na gut, cool. Vielleicht hat man ja Chance, wenigstens am einen Tag irgendwie das Glück zu haben, genau den Helden zu bekommen, weißt du? Okay, Hero Fest, krass, alles klar. Das ist praktisch, da kriegst du, glaube ich, immer diese Gutscheine. Das ist eigentlich relativ nützlich dann bei Summoning Session dann. Okay. T-Bahn, okay. Habe ich den? Ich habe keine Ahnung. Schon lange her, seitdem diese Banner mit ihm rauskam. Oh, okay, Tiki, alles klar. Sutur sogar, boah. Sutur und Tiki, okay, aber die beiden werde ich auf jeden Fall Summoning Session machen. Okay, das ist immer noch viel zu wenig, aber naja, es ist besser als 3%. Es ist ja unfassbar. Ja, mal gucken, vielleicht habe ich ja Glück und krieg einen. Weißt du, aber naja, ist ja so eine Sache, ne? Cool. Alter Schäde. Ich wäre einfach froh, wenn ich Sutra oder Tiki überhaupt bekomme. Das wäre voll krass. Oh, okay, das war's, wie es scheint. Die haben auch nicht mehr darüber zu berichten. Okay, alles klar. Lass mal zeigen, was dieses Buch ist und dann hoffentlich Choose the Legends 3, weißt du? Okay. Ja, mach mal hin. Das ist ja nicht zu fassen. Okay. Ey, Martin's Shida, okay, voll krass. Okay, neue Musik, habe ich noch nie gehört, alles klar. Haben wir eine Truhe gefunden, so ein Schatz, alles klar. Was ist das jetzt? Ja, was ist das so? Dauert das so lange? Lost Lore, okay, alles klar. Okay. Oh, okay. Yo, okay. Voll krass. Spielen wir in deren Welten oder wie? Lass mal gucken. Das ist ja voll krass, Alter. Okay. First Act, okay. Okay, in Talis. Okay. Okay, das sind Missionen anscheinend, glaube ich. Ne? Okay. Okay. Warte mal, Talis, ist das nicht von Shadow Dragon ein Gebiet? Ah, wie auch immer, mal gucken, ne? Ja, alter Schwede. Ja, let's go. Okay, 2 Stück, okay. Und dann kämpfen wir gegen andere Helden, ne? Ein Bonus-Teil zu Physical Carnage. Okay, alles klar, cool. Ich wundere, wenn ich mal hier hingucke, ich muss achten, dass die Kamera keine Scheiße baut. Deswegen. Ja. Okay. Alles klar. Okay, auf geht's. Scouting Talis, auf geht's. Jetzt gehen wir gemeinsam und kämpfen. Oder auch nicht. Hä, was soll das denn? Jo, ist ja jetzt voll lame. Habt ihr gesehen? Jetzt muss man 20 verdammte Stunden warten. Bis du halt weißt, was ob du gewonnen hast oder nicht. Oder waren das 20 Minuten? Keine Ahnung, ist einfach nur voll lächerlich. Wenn du nicht spielst, sondern wartest, findest du es automatisch schon dumm, Alter. Was soll das? Okay, was haben die gefunden? In Talis. Konnte nicht mal sehen, wie die gekämpft haben. Was soll der Unsinn? Okay, das ist relativ nützlich, die einzelnen Sachen, aber ganz ehrlich, ey, das ist ja echt. Weiß ich nicht. Ist jetzt nicht irgendwie. Keine Ahnung, irgendwas, wo ich sage, yo, ist ja voll hyped, ist ja voll krass, weißt du, und so. Ja, keine Ahnung, okay. Halt, naja. Okay, second act, third and fourth, okay.
Alles klar, also kannst du die verschiedenen Gebiete dann so gesehen. Aber du kannst sie eh nicht sehen, die ganzen Gebiete, weil du halt ne warten musst, bis die halt fertig sind. Was eigentlich ich persönlich mega dumm finde. Du sollst halt persönlich da sein, weißt du? Erinnerst du dich noch die ersten Maps von Fire Emblem Heroes? Ich dachte, das wäre so was ähnliches, weißt du? Nur halt mehr in Details, aber hier haben wir das irgendwie mega lame gemacht. Okay, Strike, Final Act, mach mal hin, Alter. Die redet die ganze Zeit, das ist voll... Oh Mann. Zieht sich das alles, ey. Naja. Okay. Okay, kannst du ja nur zwei. Oder kannst du jetzt vier, oder wie? Okay, ich glaube, bei Strike Teams kannst du dann vier, wie? Ja, macht ja Sinn, die kommen ja auch aus diesem Spiel. Was ist das für eine Frage? Warum ist bei denen so Pfeil nach oben, ne? So ein Boost. Ja, weil die von deren Games kommen? Weil die genau von dieser Welt kommen? Das ist ja... Egal, Strike. Vielleicht ist ja das jetzt das, was ich denke, dass man jetzt in dieser Welt spielen kann. Okay, sehen wir hier. Okay, Hinweise gibt's auch. Okay. Okay, ja, das ist nützlich. Kannst du Zambanto nehmen, weißt du? Den kannst du alle fertig machen. Ja. Okay. Jo, auf geht's. Ogma und Gordon, glaube ich, hieß der andere, ne? Okay. Da musst du warten, Alter. Guck mal, wie lame das ist einfach. Da musst du einfach mal voll lange warten. Das finde ich so dumm einfach. Wer kam auf diese blöde Idee? Okay, das ist cool. Du kannst wenigstens sehen, wie weit du... Okay. Wie gut dein Team aktuell ist gegen der im Turn 1 und so weiter, ne? Ich find's trotzdem dumm, Alter. Du solltest halt deine, weißt du, mit deinen ganzen Charakteren kämpfen, nicht einfach warten. Hier erstmal die ganzen Three Houses Characters, ist klar. Oh Mann. Okay. Aha. So, dann lass mal gucken, ob es jetzt vielleicht, ne, der Preis vielleicht besser ist als die anderen. Keine Ahnung. Mal gucken. Okay. Alles klar. Shida ist gefallen, wie es scheint. Voll fies. Aha. Guck mal, sehe ich das richtig? Die Gegner haben mehr Schaden gemacht als... das ja auch naja. Okay. Das ist halt so, ne? Ah, okay, das ist ja praktisch. Also bei Allies Support kriegst du ein paar Bonus-Stats. Okay, das ist praktisch. Wenn du halt das machst. Okay. Alles klar, okay. Mhm. Eieiei, naja. Mhm. Okay, alles klar. Okay, die Rewards sind jetzt nicht wirklich so voll krass oder so. Okay, ist ja wie bei Tempest Twice. Ist ja naja, eine Sache. Aber gut, hier und da mal ein Ort. Ne? Besser als kein. Ne? Alles klar, ich bin mal echt gespannt, wie viele das spielen werden. Das ist echt voll lame. Okay. Jetzt hier Choose Your Legends. Dafür bin ich hergekommen. Zeig mal her. Mhm. Mit der Arm und der Elliewood. Ich würde voll feiern, Alter. Ist ja voll krass. Bitte, das ist einfach cool. Ich sehe Mikaya und Orm. Ist das vielleicht ein gutes Zeichen? Okay, vier Schatten. Okay. Also einer bestimmt an Orm, denke ich mal. Okay. Lass mal einfach gucken, wer die Charaktere sind. Voll krass. Das kann ja jetzt jeder sein, weißt du. Was geht? So wie jedes Jahr, voll cool. Voll krass, okay. Oh, bin ich beruhigt, dass sie das hier nochmal ansprechen. Choose the Legends 3. Ich war ein bisschen in Sorge, habe ich gesagt. Ja, okay. Lass mal sehen. Second Place von Fire Emblem Face. Alles klar, wer ist das? Okay, ich... Oh mein Gott, Camilla. Dein Ernst? Okay, aber okay, das sieht cool aus. Deren Kostüm. Die trägt bestimmt die Kleidung von ne Garen und so. Von ihrem Vater. Okay, das ist eigentlich ziemlich coole Anspielung, was geht. Aber Alter, ne siebte Alternative Costume. Was ist falsch mit euch Leuten, Alter? Wieso habt ihr alle Camilla gewählt? Was ist falsch mit euch? Okay. Oh. Oh, she is a staff user. Okay, V cannot counter attack. Das ist echt voll brutal und attack speed. Second place.
Von Männern, okay, lass mal sehen. Jetzt ist hyped, okay. Oh, Elimon, let's go! Voll geil! Ey, voll cool! Yo, wer hätte das gedacht? Yo, Kamera bitte! Yo, voll geil! Yo, das ist voll cool, Elimon! Endlich! Ist ja voll geil! Ja, voll geil! Erstes Choose the Legend war Lynn, zweites Choose the Legend war Hector und jetzt hier Elimon, ist ja voll geil! Blazing Blade, das Trio, voll geil, Alter! Ja, nice. Minis Eis. Ja, Effekte against Dragon Beast Force. Ich kann nicht so schnell lesen, okay. Alles klar. Fire Emblem Raiding Dawn. Okay, lass mal gucken. Bestimmt Mikaya dann. Oh, tatsächlich Mikaya. Okay, was geht? Hey, was geht? Okay, alles klar. Okay. Ja, dann mein Glückwunsch. Hey, was geht? Voll cool. Okay. Ja. Wer ist das im Hintergrund, der Eisgeist? Die ist auch in Fire Emblem Heroes. Ich weiß jetzt nicht mehr ihren Namen. Okay. Ja, genau, so ist sie, alles klar. Ja. Für Against Armored und Cavalier Force. Boah, voll busted ist sie jetzt. Was geht? Boah, sie schwebt voll, habt ihr gesehen? Voll krass. Alles klar. Yo, Platz 1, Fire Emblem Echoes. Das kann nur arm sein. Let's go, let's go. Voll geil. Oh, tatsächlich! Ja, und jetzt sein Originalkostüm von Fire Emblem Gaiden, so wie Celica damals. Oh mein Gott, was geht, dass ich das mal sehe? Ist ja voll krass. Ist ja voll cool. Okay, jetzt nicht unbedingt das Kostüm, was ich jetzt erwartet hätte. Aber ich meine, wenn die das mit Celica gemacht haben, ist es nichts Neues, das Orden ist auch. Okay. Dragofalchin. Alter, hier 99 mal 2, was geht? Okay, Effekte against Dragon Force, alles klar, voll krass. Und, jo. Okay, voll geil. Alter Schäde, okay. Krass. Voll geil. Jo, da kann man so zufrieden sein. Ist ja voll cool, mein lieben Großmusins. Was geht? Oh, Elwood, Mikaya. Ja, und naja, Camilla, auch wenn es ihr x-tausendste Kostüm ist, wenigstens ist die Anspielung ziemlich cool. Okay, was ist das jetzt? Bestimmt können wir einen kostenlos wählen. Das war immer so. Mal gucken. Free Summoning Event. Ey, let's go. Voll krass. Das sollte mal häufiger kommen in meinen Augen. Ja, voll krass. Oh, Alter, ich kann mich nicht entscheiden zwischen Orm, Elwood und ja, vielleicht Mikaya. Mal gucken. Mich interessiert nicht so wirklich Camilla, aber okay. Okay, das war's dann wohl, dann wie es scheint. Voll cool, Alter. Ich kann nur zufrieden sein. Voll geil, Alter. Voll cool. Das ist ja voll geil. Jo. 2½, Alter. Was geht? Voll krass. Oh, ja, gute Nacht dann. So. Voll krass, ey. Das ist ja unglaublich, ey. Nicht zu fassen. Ja. Okay, und ausgeschaltet, alles klar. Gut, das war's, meine lieben Bros und Musins. Ich kann nicht zufriedener sein, ist ja voll geil. Ich habe genau für die alle gewählt, weißt du? Okay, jetzt vielleicht nicht für Mikaya oder Camilla, wenn ich ehrlich bin. Aber für Orm und Elwood habe ich auf jeden Fall gewählt. Und ich kann es nicht fassen, dass sie tatsächlich dann noch gewonnen haben. Ist ja voll geil. Ja, voll cool, Alter, ja. Ist ja voll cool. Ich glaube, von allen muss ich aber zugeben, hat Camilla aber bisher eine der coolsten Kostüme gehabt. Ne? Ich glaube, Elwood auch. Ja, Orm ist halt so, naja, das ist halt eine Referenz zu Fire Emblem Gaiden, weißt du, zum zweiten, wo sein Artwork, wo er auch so ausgesehen hatte, okay. Hätte ich nur nicht gedacht, immer so zu sehen mit diesen, Kostüm. Aber cool, was geht, okay. Die alle haben ihr verdientes Kostüm bekommen, was geht, Brave World, so gesehen, außer jetzt Camilla in meinen Augen. Aber hey, was soll das, ist doch voll geil, ne, kann man noch zufrieden sein. Gut, das war Fire Emblem Heroes, Fate Channel, so gesehen, Choose Your Legend 3, kann man auch so gesehen sagen, was geht. Ich bin mega zufrieden, voll geil, ich habe die Charaktere gesehen, die gewonnen haben und das sind genau die, die ich mir gewünscht hatte, ist ja voll geil. Ja, ich meine, stell dir mal vor, ihr wählt für die Charaktere und dann gewinnen die letztendlich und kriegen dann noch extra Kostüm, ist ja voll geil, da kann man sich nur freuen. Aber gut, mehr habe ich eigentlich auch nicht wirklich zu sagen, meine lieben Bros Musins.
Das war das die Live-Reaction zu Fire Emblem Heroes, so gesehen Fate Channel und so, voll geil, Alter. Ey, Ormond Elliwood ist ja voll krass. Muss ich echt gucken, wen ich jetzt wählen soll, ne? Ja, entweder Elliwood oder Ormond, einer der beiden werde ich auf jeden Fall wählen. Vielleicht Mikaya dann auch hinterher, ne? Keine Ahnung, mal gucken. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Bros und Musins. Ja. Ich habe auch nicht viel zu sagen. Das war eine Woche, nicht wahr, mein lieben Bros und Musins? Holy shit, Alter. Ey. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen, mein lieben Bros und Musins. Haut rein, stayed awesome und bis zum nächsten Mal. Das war euer Real Link. Ciao!